Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe die Stanzen vom Action getestet. Also ich habe jetzt alle genommen und ausgestanzt. Und bei mir sieht das ja so aus, ich mache mir die Stanzen immer aus der Originalverpackung und mache mir die auf eine Magnetplatte, die dann hier in so einer Hülle ist. So. Verstärken, ja, ich klebe dann halt hinten auf die Magnetplatte, klebe ich immer noch festeres Papier, damit das ein bisschen schöner ist zum Rausnehmen. Und so sieht das praktisch bei mir aus. So, da sind die Stanzen, die ich ausgestanzt habe. Ich habe jetzt für euch das nochmal aufgehoben, dass ihr sehen könnt, welche das ist. So, das ist einmal die, aber ich glaube, ich hole mal noch gerade ein farbiges Papier. Da können wir das, glaube ich, besser erkennen. Moment. So. Nehme ich mal eine meiner Lieblingsfarben. So. Die sieht so aus. Das wäre diese. Einmal. Und dann haben wir die. Die sieht dann so aus. Das muss ich noch rausholen. Aber da seht ihr auch mal, dass das wunderbar geht. Also die Stanzen haben sich echt ganz toll ausstanzen lassen. Ich hatte wirklich keine Probleme. Und das, was raus muss, das geht auch relativ leicht raus. So, da haben wir das. Und das war's schon. Also, die sieht dann so aus. Richtig cool. Also, die sind echt richtig toll. Man kann die jetzt natürlich kolorieren. Das wäre natürlich echt eine mega Sache. Aber ihr wisst ja, ich kann es nicht. Deswegen habe ich mich da jetzt auch gar nicht erst mit rumgequält. So, dann haben wir die nächsten beiden. Die hier. All das ist dann die. Die mache ich jetzt auch hier raus. Und wie gesagt, das geht echt wunderbar. Also hätte ich so nicht erwartet, muss ich jetzt mal wirklich, wirklich sagen. So. Also ich hatte da schon Stanzen vom Action, die waren gar nicht so toll. Aber hier bin ich wirklich überrascht. Okay, Moment. Die sieht dann so aus. Und ich finde schon hier mit diesem Farbton, finde ich das schon richtig cool, wenn man da eine Karte mitmacht. Ja, sehr schön. So, also, hoppala. Die gehört jetzt dahin. Nein, hierhin. Und die andere haben wir hier. Das ist die. Und die sieht so aus. Genau, also wirklich echt toll. Ich habe ja nicht alle. Ich glaube, 6 Stück gab es da von den Blumenstanzen. Alle habe ich leider nicht. Die gab es ja nicht. Und die hat mir ja die Romy besorgt. So, ich hatte, das war echt gut, ich hatte nämlich jede Menge Papierreste, weiße, und da habe ich jetzt hier schon mal was auf Vorrat, ist gar nicht so schlecht. So, was haben wir dann als nächstes? Ich hole es, hier klebt es fest, also, das sind die, und zwar sind das einmal hier diese und die Kreise. Genau. Ist das richtig? Halt, nein, nein, nein. Entschuldigt. Die Kreise sind es ja gar nicht. Wo ist jetzt das Teil? Eieieiei. Ah, hier ist es. Moment. Da. Also das.
So, und dann haben wir hier die Rahmen. Die Wolke, das Hay, da ist auch noch was drin. Und das Hello. So, Moment. Das rühme ich gerade noch schnell raus. Wenn es denn will. Doch, geht. Geht sehr gut. Okay. Also. Das ist die. Sehr cool. Also die Stanzen sind echt, was war das? Sind echt klasse. Das muss ich wirklich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Jetzt muss ich mir nur mal was suchen, wo ich das reinmache. Okay. Dann haben wir ja jetzt diese Tags. Das sind ja Tags, Quatsch, so Anhänger soll das ja darstellen. Die sehen so aus und die sind auch richtig, richtig toll. Da habe ich sogar schon welche verwendet. Da habe ich nämlich schon mal was gebastelt. Jetzt halte ich euch das nochmal so hin. So, die sehen so aus. Richtig schön. Und das brauchen wir ja auch immer. Finde ich. Doch. Wirklich sehr, sehr schön. So, das war das. Dann, huch, haben wir die. Das sieht dann so aus. Ich sortiere. Hier haben wir dann die ganzen Buchstaben vom Welcome. Und die gehen auch, ihr seht, richtig toll raus. So. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht alle rausmachen. Das würde dann zu lange dauern. Ihr habt ja gesehen, dass das echt gut geht. Da ist der Teddy. Das mache ich noch mal raus, was raus muss. So. Also. Das ist dann die. Auch die haben sich gut stanzen lassen. Die ist zwar etwas dünner, die Stanze. Aber, wie gesagt, das ging genauso toll wie mit den anderen. Das muss ich jetzt echt mal so sagen. So, hoppala. Und man kann es natürlich so. Ne? Wirklich echt cool. Richtig cool. Das war dann, wie gesagt, die. Dann muss ich jetzt hier mal schauen, welche ich jetzt hier habe. Und zwar auf der Magnetplatte sind dann das und die. Und ausgestanzt sieht das so aus. Ah, da müssen wir noch die. Upsala. Sehr filigran die Schrift. Das ist ja gar nichts für mich. Das ist mir zu klein. So, Moment. Das ist jetzt das, was da alles rauskam. Hier habe ich leider das I-Pünktchen vergessen. Nicht mehr gefunden, vielmehr beim Ausstanzen. Und dann haben wir hier dieses New Home. So.
Das sind die Buchstaben. So. Hops, 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 hops. So, einmal im Überblick. Richtig cool. Wirklich richtig cool. Gefällt mir echt gut. Wobei ich ja auch nicht so der Stanztyp bin. Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe zwar die Gemini und das geht ja da auch wirklich richtig gut und schnell. Aber irgendwie bin ich gar nicht so wirklich der Stanztyp. Aber wer weiß, bei denen hier könnte es ja sein, dass das jetzt mal anders wird. So. Weil hier ja doch auch einiges dabei ist, was man wunderbar für ein Album nehmen kann. So. Okay, dann haben wir jetzt. Jetzt kommt die Runde. Auf der Magnetmatte habe ich jetzt diese beiden. Die und die mit dem Tag. Und das sieht dann so aus. Also hier ist es drauf. Und das sind dann hier die Tags. Und die finde ich ja auch echt toll. Richtig schön. Auch das alles kann man wunderbar für ein Album nehmen. Also das finde ich wirklich richtig toll. Das ist dann hier praktisch eine Verstärkung hier für den Tag. Okay. Die. Und dann haben wir hier die Runde. Das sieht dann so aus. Das kam so raus. Auch cool. Da kann man auch eine richtig tolle Karte mitmachen. Ja. Wie gesagt, sind alle schön diesmal. Genauso wie die Blöcke, die fand ich auch diesmal alle schön. So, jetzt kleb, kleb. Jetzt habe ich dann für euch die und die hier. Und ausgestanzt sieht das dann so aus. Moment, das kam dann mal. Ja, das ist dann praktisch die hier. So kam das raus. Also das ist natürlich dann das, was ab ist, aber das kann man ja auch irgendwie noch verwenden. Gefällt mir auch richtig gut. Okay. Und das andere sieht dann so aus. Das sind dann hier die Fensterchen. Und da haben wir dann die anderen Sachen noch. Okay, so. Die sieht so aus. Auch sehr, sehr schön. Auch das hier wirklich. Kann man super für ein Album nehmen. Das ist ja hier so gestitcht. Echt klasse. Also von mir gibt es da auch eine absolute Kaufempfehlung. Das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. So, okay. Das waren dann die. Jetzt kommt die hier. Aus. Ach, da habe ich was verloren. Das gehört. Wo gehört das hin? Gucken wir dann mal gleich. Ja,
das ist nicht, jetzt nicht schön ausgeschnitten, ne. Weil das ja, wie gesagt, die Reste waren. Und da müssen natürlich noch die Dinger hier raus. Und ihr seht, schaut, es geht wirklich einfach. Ja. Geht man dann nochmal von hinten. Na, jetzt gibt es die Sauerei auf dem Schreibtisch, aber macht ja nichts. So, ich mache die jetzt nicht alle raus, nur dass ihr seht, wie es aussieht. Okay. Also sehr, sehr vielfältig und man kann echt alles davon nutzen. Also selbst hier die Teilchen, ne, die dann aus dem Rahmen kommen. Die kann man auch noch weiter verwenden. Wirklich toll. Ich wiederhole mich, ich weiß. So. Und dann haben wir hier die letzte. Das ist dann hier so. Das ist die. Also diese. Und das sieht so aus. Das hier sind die größeren, die hier rauskamen. Auch die kann man irgendwie weiterverwenden. Und das sind dann die kleineren. So. Ja, ihr Lieben, das waren dann jetzt die Stanzen. Und wie gesagt, sie lassen sich alle super ausstanzen. Ach ja, und das war nochmal von diesem... na, hier. Das lag da. Das gehört noch zu diesem Set. Sie lassen sich alle super gut ausstanzen. Das finde ich richtig toll. Und es sind auch wirklich schöne Motive und sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Finde ich jedenfalls. So. Eine Blumenstanze. Damit habe ich was gemacht. Das war die. Und zwar habe ich da so ein, ja, so ein Tütchen gebastelt. Entschuldigt. Da könnte man auch mal ein Tutorial zu machen, weil das geht total easy. Und ja, ich finde, das ist eigentlich auch mal eine schöne Geschenkidee, um irgendwas noch so verpacken zu können. Also, das war die Stanze. Die habe ich dann ausgestanzt. Und da, das hier ist nämlich dann von diesem Set, das zeige ich euch auch nochmal. Das seht ihr, dass ich da auch schon mal was mitgemacht habe. Ne? Wo habe ich es? Hier. Aus diesem Tech-Set, Tech-Anhänger-Set. Ja, Anhänger kann man das so nennen, ja. Habe ich das ausgestanzt und das ist sogar das Stempelkissen, dieses... diese Inkpads von Action. So, also habe ich schon mal getestet. Genau. Wie gesagt, da können wir gerne mal eine Anleitung machen, wenn ihr das möchtet. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich lege das jetzt noch mal hier so ein bisschen hin. Und ich hoffe, dass ihr jetzt so eine Vorstellung habt, wie die Stanzen aussehen, ausgestanzt. Und wie gesagt, es gibt von mir hier eine absolute Kaufempfehlung, ganz einfach, weil ich sie echt toll finde. Und es viele Möglichkeiten gibt, damit was zu gestalten und sie sich super ausstanzen lassen. Es ist halt einfach so, das muss man ja auch mal sagen. Ja, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne und kreative Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Mine Minchen.